Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Back to Nature. Heute dachte ich mir, wir machen mal so ein bisschen Alltags-Shit. Ich hoffe, heute wird's alltäglich. Ich werde erstmal dieses Ei hier tamal kochen lassen. Und dann hoffen wir, dass Pupuri und Anne herkommen. Ich befürchte es aber. Ich glaube, es schneit heute, oder? Ich glaube, dass es heute so... Oder? Schneit es heute? Ich sehe keine Schneeflocken. Vielleicht schneit es nicht. Wir werden sehen, ob sie gleich hochkommen oder nicht. Wenn nicht, müssen wir sie in der Stadt ersuchen. Na, hier sind sie. Perfekt. So, bekommen sie jetzt ihre Geschenke. Ich habe ja alles dabei. Für alle Ladies, außer Ellie. So. Anne. Bitteschön. Das ist für mich, Bro. Danke sehr. Oh, grünes Herz. Bam. Wir haben es gerade richtig drauf. Ja, und bei Papuri natürlich ein orangenes Herz. Hey, grünes Herz. Das ist schon fast ein gelbes Herz. Ja, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall einiges noch zu erledigen. Ich gehe jetzt erstmal in die Stadt. Das Wichtigste wird sein, dass wir... Ich überlege gerade. Die Katzai-Bacha heute offen. Es wäre vielleicht eine gute Sache, wenn wir mal unsere Sichel erweitern lassen würden. Denn bald ist auch schon Frühling. Und dann spätestens dann werden wir sie ja brauchen wieder. Deswegen schaue ich mal in den Kuschenschrank. Und nehme die mal mit. Also mal mit hier zum Aufbessern. Ich glaube, Katzai-Bacha macht eh erst um 10 auf. Das heißt, den nehmen wir dann auf dem Rückweg mit. Sofern ich das jetzt nicht vergesse. So, das Wichtigste ist, ich glaube, wir haben bei Karen immer gute Chancen, wenn wir vor um 10 da sind. Ich glaube, sie ist früh immer vor dem Laden. Und wenn wir schnell genug sind, können wir sie dann immer abfangen. Das habe ich jedenfalls beim Offscreen-Spielen beobachten können, dass ich da relativ gute Chancen immer habe. Natürlich auch abhängig vom Tag und vom Wetter und so weiter. Aber ab und an lässt das wilde Karen sich dann doch mal blicken. Da ist sie. Ich dachte schon. Hey. Wow, danke. Das gefällt mir sehr gut. Immer noch lila? Oh, danke. Wir haben Weihnachten miteinander verbracht. Ich glaube, Karen steht einfach nicht auf mich. Ich schenke dir immer diesen blöden Wein. Und die kriegt einfach nicht mal hier was Blaues zustande. Oh, wir müssen noch warten bis um 10. Ups. Okay. So macht man das. Hallo, Mary. Möchtest du einen Pilz? Oh, danke dir. Oh, darf ich das wirklich behalten? Na klar. Das ist auch voll happy, wenn ihr mich sieht. Passt auf. Oh, hallo. Du bist tatsächlich gekommen. Yeah. So, jetzt haben wir die Lady-Geschenke abgefrühstückt. Pow. Schauen wir, ob ich noch mal irgendwie 2-3 Mal oder 4 Mal Wein organisieren kann für die nächsten Karen-Besuche. Das wäre ja ganz fresh. Schauen wir mal, wir haben zwar kaum noch Geld, aber hey, was soll's. Es ist ja bald Frühling. Ja, geht so, ne? Also finanziell stehen wir echt nicht gut da. Müssen wir mal schauen. So. Kaufst du mir gerade was? Na hallo, das ist doch Yumi. Kaufst du ein? Brauchst du etwas von uns? Ja, ich nehme mal Wein ein paar Mal. Danke, komm bald mal wieder. Wir werden auch gleich ganz viel Geld machen, hoffe ich. Oder jedenfalls ganz viel verkaufen, indem ich in die Minen gehe. Das ist mein heutiges Begehr. Dafür werde ich extra, sag ich mal, die ganzen anderen Bäume nicht fällen, damit ich ein bisschen Energie übrig habe. Ich meine, ich mache ja kaum was. Ich gieße nichts, ich hacke nichts. Bis auf die 2 Baumstümpfe vor uns. Aber das scheint eben wirklich mit richtig viel Energie in die Mine reingehe und ganz viel Zeug rausholen kann. Und damit verbunden halt einfach dann eventuell auch viel Geld einnehme. So. Das heißt viel. Das ist schon sehr mühselig alles, aber schauen wir mal. Boah, ich habe echt kaum noch Geld. Das ist echt übel. Es muss echt bald Frühling werden, dass ich dann hier so riesige Felder anpflanzen kann. Und dann stelle ich tatsächlich dann die kleinen Wichtelwichte dafür ein, dass sie auch mein Zeug ernten und so. Gucken wir mal. Das wird dann interessant. So, jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt hier alles richtig eingestellt habe. Mal erstmal, ich rede nochmal ganz kurz hier. Mit dir. Mist, egal, was ich dafür tun muss. Ich werde mir seine Anerkennung erkämpfen. Ja, das sagst du immer. So, jetzt schauen wir mal. Wir reden erstmal mit ihm. Dann kriegen wir erstmal wieder unser Werkzeug. Das Werkzeug ist fertig. Nun, was meinst du? Bäm, super geile Hacke. Dankeschön. So, wir wollen jetzt eine super gute Sichel. Wir haben kein Geld dafür.
brauchen ja 5000 dafür und wir haben nicht mal 2000. Oh Gott, das kann ja was werden, Leute. Das kann ja was werden. Okay, das heißt, alles verzögert sich nach hinten. Okay. Okay, Alarmstufe gelb. Alarm, Alarm. Aber Hauptsache, wir haben genug Wein für Kevin gekauft. Den wir jetzt auch noch falsch im Kühlschrank lagern. Ist mir jetzt egal. Ich weiß, der kommt eventuell in den Küchenschrank oder in meinen edlen Weinkeller. Der verdammt ist, ich weiß es nicht. Ja. Könnte noch mal ein paar, ups, ein paar hier ja, Trüffel verkaufen oder meinen coolen Fisch. Kann ich das hier auch reinlagern? Nee, Tatsache, das geht nicht. Das geht dann nur hier rein. Na gut. Machen wir das halt so. Schauen wir mal so. Zack. Dann gucken wir mal noch ein bisschen. Was brauche ich jetzt alles? Symmetrie müsste ich definitiv genug haben. Ich weiß gerade nicht, ob von den drei reichen, Adamtit. Da waren es vier. Ich glaube einfach nur Mario. Das müssten, glaube ich, nur drei sein. Aber für den Fall, dass ich eins fallen lasse oder so, wäre es gut, wenn ich vielleicht oder ich eins vergessen habe, irgendwie ein Automat. Es wäre doch gut, wenn ich vier oder vielleicht sogar fünf habe. Sagen wir mal, ich sammle noch mindestens zwei Adamtit. Und Orichalk. Dann gegebenenfalls den Rest. Denke ich. Das kann man mal so machen. Muss man hinkriegen. So, okay. Alles klar. Dann auf zur Mine. Aber natürlich nicht einfach so alleine. Wir werden unseren treuen Erntekorb mitnehmen. Yay. Ah, ach stimmt. Und Honig haben wir auch noch. Upsi. So, wieder ein bisschen mehr Geld. Na gut. So, weiter geht's. Schauen wir mal, wie viel wir finden. Ich weiß gar nicht, wie viel Schrotterz bringt. Ich meine, gegebenenfalls, wir schmeißen einfach alles rein und hoffen aufs Beste. So wird meine total tiefe, ausgeklügelte Taktik aussehen, denke ich mal. Selbst wenn Schrotterz jetzt nur 10G bringt. Oder selbst wenn es 0 bringt, wir probieren es einfach mal. Habe ich mein Handy her? Ich könnte echt theoretisch auch online nachgucken, wie viel Schrotterz bringt. Aber ich hoffe, wir finden eh nicht so viel davon. Nee, wir gucken einfach mal, wir gehen jetzt hier rein. Komm, los geht's. Was soll's? Ups. So, ich habe ja gerade hier meine geile Hacke wieder bekommen. Oh. Okay. Okay. Hm. Na, ich schmeiße das mal alles rein. Okay, jetzt darf ich natürlich. Das Schlimmste ist, wenn ich natürlich schon einfach mal den Korb vergessen sollte. Das ist schon uns ungeil. Ja, oder. Danke. Ja. Okay, Mithril findet man ja recht häufig. Ich denke mal, je weiter unten wir sind, desto eher finden wir seltenere Sachen. Denke ich, weiß es nicht. Und bei ganz viele Münzen. Das ist gut, denke ich. Ah, Adamtit, das ist schon mal gut. Das ist ja was wir auf jeden Fall haben wollen. Haben wir schon mal eine Sache auf jeden Fall. Zwei. Also Adamtit haben wir jetzt voll. Und jetzt wäre noch hier Orichalk ganz gut. Den Rest. Ja, können wir jetzt verkaufen. Ja, verkaufen wir jetzt alles. Bis auf zwei Adamtit. So, ist noch. Na, einmal ist auch noch Schrott drin. So. Ah, wird schon schief gehen. Ah, einmal Orichalk, perfekt. Ah, Mithril brauche ich nicht. Wenn zur Not. Das Mithril, das kriege ich auch in der Sommermine. Ne? Das ist jetzt nicht so. Ich werde eben hier das ganz seltene Zeug finden. Ich weiß gar nicht, ob ich auch eventuell Adamtit oder Orichalk auch in der anderen Mine finden kann. Bin ich mir gerade nicht sicher. Zack. Hm, geht's weiter runter, aber ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden mit der Ausbeute hier. Könnte gut werden. Hm. Ja. Platz habe ich. Okay.
Jetzt muss ich bei jedem Einzelnen dahin rennen. Ha, ich muss eigentlich mal gucken, wie der Schrotterz bringt, ob sich das überhaupt lohnt. Oh, noch ein Orichalk. Perfekt. Adamantit. Oh, jetzt zupft er sich ab. Da können wir ja, haben wir echt noch eine Menge zu tun, wenn jetzt gerade die erste Erschöpfungsanimation kam. Ich kann es auch hier so ein bisschen anordnen. Da geht es schneller. So. So. Polly! Was ist das? Bin ich neugierig. Ich gucke mal on the fly während des Spiels nach, wie viel die einzelnen Sachen bringen. Mine back to nature. Wasserfallmine. Ich will eigentlich. Mine ist egal. Ich will eigentlich nur wissen, wie viel man die einzelnen Sachen verkaufen kann. Okay, hier steht's. Wow. Wow, wow, wow. Ah, ist eigentlich ziemlich traurig. Also Chunk Ore ist 1G, also Metallschrott ist 1G, das kannst du eigentlich direkt wegwerfen. So ein kleiner Geldsack sind 10G, ist okay. Ah, hier sind aber nur die normalen Sachen dabei, wartet mal. Powerberry, Wintermine. Die Wintermine ist das eigene Spannende, da sind wir jetzt gerade. So, schauen wir mal, was die anderen Sachen bringen. Okay, das ist doch schon um einiges besser. Okay, Mithril sind 40G, hier das Ode. Genau. Wobei, wenn ich es wegwerfe, geht das vielleicht auch als wegwerfen. Das ist vielleicht auch nicht gut. Hier. So. Genau, das Orichalk bringt 50 und Adamantit bringt auch 50. Okay. Das Problem ist aber, wenn ich das Chunk-Ohr wegwerfe, ob das als Umweltverschmutzung gilt. Das ist dann auch wieder schwierig. Ich will nicht auch wieder Ärger kriegen, ja, ne? Ich fische schon oft genug hier irgendeinen Müll aus dem Meer. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, Müll wirft man nicht einfach irgendwo hin. Den verkauft man für 1G. Deswegen ist es vielleicht auch gut, wenn ich weiter runtergehe. Das ist unwahrscheinlich auch vielleicht, dass ich Müll finde. Nee. Ich überleg kurz, wie ich das anordne. Scheißegal, ich werfe jetzt einfach alles rein. So. Wisst ihr, gehe ich einfach später nochmal in die Mine und hol das. Warum jetzt hier so rumgeizen mit dem ganzen Zeug? Einfach machen. Und dann einfach alles reinballern und hoffen, dass ich ein bisschen Geld mache. Ich meine, wir sind echt arm derzeit. Wir hatten über 40.000, ich habe es schon in den letzten ein, zwei Folgen schon erwähnt. Wir sind jetzt über den Winter... Ups. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich das mache, oder? Das ist aus... Ausleeren der Kiste, nicht, dass sie sich dann irgendwie entleert und ich alles verliere oder so. Ich weiß es nicht. Ich geh mal weiter runter. Er hat mich gerade schon so gemacht. Glaub ich nicht gut. Oh, eine Powerberry haben wir gefunden. Na sowas, jetzt haben wir 4 Stück. Yay. Geil. Das sieht man doch gerne. So, oh, hier geht's weiter runter. Hier haben wir vorhin noch einen Korb mit. Ja. So, schauen wir mal. Aha. Immerhin kriegt man durch die ganzen Geldsäcke ein bisschen was zusammen. Oh, das ist gerade gut. Hm, da kommen die Plärpen mal noch hier. Hm. Wobei ich gerne ganz runterkommen würde. Das war natürlich auch cool. Der Kasten ist bereits voll. Oh! Oh nein. Okay, schade. Okay, er kann also doch voll gehen. Dann wäre es vielleicht gut, wenn wir das Erz dann einfach wegwerfen. Gut, dann müssen wir jetzt zurück. Ups. Ah, in dem Fall muss dann doch das Chunk-Erz weggeworfen werden. Und dann müssen wir dann vielleicht mal so... zum Pater Carter gehen, was auch immer, und sagen, jo, ich hab jetzt weggeworfen, wir sind so schlechte Menschen. Und hoffen, dass er uns verzeiht oder dass Gott uns verzeiht. Was anderes fällt mir das ja noch nicht dazu groß ein. Aber ich glaube, das werde ich jetzt wohl noch öfters machen müssen. Also, dass ich halt, ja, einfach mal mit dem Korb da hin muss und mal ein bisschen was, ja, einsammeln muss an Erzen. Das glaube ich, das Beste sein. Ah, jetzt haben wir da was reingefüllt. Perfekt. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall
Das ganze Mithril, das können wir auch versenden. Und das hier, das behalten wir mal. Perfekt. Ja, ein bisschen mehr Aurikalk wäre schon gut, wenn wir das hätten dann. Aber Adamantit haben wir ja schon mal mehr als genug jetzt. Das ist sehr schön. So, was kann im Küchenschrank sein? So. Kann ich auf jeden Fall noch zweimal Schmuck machen, wenn ich auch mal das Geld dazu haben sollte. Ah, Herr Emine. So, die Frage ist, machen wir dieses Clash nochmal? Ich meine, Geld ist Geld, ne? Und das Gute ist, dass da unten auch die Zeit nicht vergeht. Das Problem ist nur, dass ich jetzt natürlich auch wieder einiges an Ausdauer eingebüßt habe, dass ich das Ganze rumgehacke. Und das nächste Problem ist, die Mine resettet sich jedes Mal. Ist natürlich auch nicht gut. Das heißt, wir müssen jetzt wieder von vorne anfangen, von oben. Ich versuche jetzt einfach mal ein Arsch zu sein und das ganze Schrotterz wegzuwerfen. Und ich gehe dann einfach dann zur... Wie heißt denn das? Zum Geständnis? Nein, zur Beichte. Und sage halt eben, ich habe viel Müll weggeworfen. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich habe die Gelegenheit, unnötig Slots dann in meinem Eimer. In meinem Ernteding. Und das ist nicht so gut. In meinem Erntekörbchen. So, jetzt haben wir uns mal ein bisschen fit gemacht. Probieren wir mal. Anscheinend ist es nicht schlimm, wenn ich diesen Move hier mache. Und hallo, Karen. Hey, Karen, was sagst du von der Farbe Blau? Mir gefällt sie sehr gut. Und ich mag Lila mehr. Hm. Ja, Gott, Karen. Karen hat echt hart keinen Bock auf uns. Ist ein Meme. Das ist einfach der Insider hier. Das ist einfach Karen. Ist witzig, weil es auch jetzt so diesen Begriff Karen gibt. Das sind so anstrengende Kunden meist in Läden, irgendwelche Tussen, die sich schon mal wegen irgendwelchen Kleinigkeiten beschweren und meistens auf Migranten bezogen. Ist das nicht irgendwie jetzt auch so ein Ding? Herrgott, Karen! Was die Sache irgendwie noch witziger macht. So, das werfe ich jetzt alles weg. Das natürlich jetzt nicht. Das aber. Das muss ich mal kurz überlegen, ne? Ich habe on top. Hier wird jetzt hier knackig gearbeitet, ne? Und wenn sie weg da unten gibt, dann wird er auch genommen. Wie jetzt zum Beispiel. Wir wollen hier, ist noch exklusiv in dieser Folge, einen Boden der zum Boden der Mine schaffen. Voll exklusiv und so. Schauen wir mal. Ich hab grad glücklich, wenn ich überhaupt irgendwas finden würde. Ja, das ist gut. Das nehme ich. Ja, das ist auch gut. Mehr oder weniger. Hätte mir zwar mehr Oreischalkos und was es auch noch so sonst so gibt, gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Die Frage ist, ob die krassen Sachen hier auch per Safe State geladen werden. Wenn du mal auf neue Ebene gibt, ob die dann direkt alle geladen werden oder ob just im Moment, wenn ich umgrabe, generiert wird, was drunter ist. Bei Story of Seasons, doch, Ehemann, wird es ja immer, wurden alle Felder direkt geladen, wenn man die Ebene betreten hat. Aber ob es hier so ist, ist auch egal. Adamantit. Oh. Aha, nein. Das Doofe ist nämlich, wenn ich den Kopf vergesse und runtergehe, muss ich aus der Mine rausgehen, dann ganz weit runter, wieder bis auf die eine Ebene, bei der man zuletzt war. Oh. Sorry, ich stehe jetzt einfach hier und mache die ganze Zeit Geräusche. So. Machen wir das schöne Körbchen voll. Perfekt. So, weiter geht's. Geld. Bin mal gespannt, wie viel Geld ich schon heute eingenommen habe. Ich muss mal ganz schnell zurück zur Dings gehen. Super viel wird es bestimmt nicht sein, aber ein bisschen was. Ein paar tausend, hoffe ich. Schauen wir mal. So. Oh. Gerade ist aber nett zu mir. So. Schauen wir mal. Gerade eben, die Ebene sah ja nett aus zu mir. Vielleicht spawnen hier unten auch generell öfter gute Sachen, sag ich mal. Weniger Müll, sondern mehr Adamantit.
Fände ich schon gut. Oh, jetzt zupft er wieder. So. Hab ich mich gut aufgeladen in der Mine. Hab ich einen guten Move gemacht. Nee, ich bleib mal noch hier kurz. Vielleicht finde ich ja noch ein, zwei coole Sachen. Ja, eine coole Sache. Und noch eine coole Sache. Hat schon mal gelohnt, hier zu bleiben. Huch. Ah, und doch was. Nett. Also, noch ein, zwei Sachen. Voll weiter runtergehen. Mir gefällt's hier. Guck mal. Oha, so viele Sachen hier. Das ist gerade echt krass. Hier bin ich gern. Hier gehöre ich hin. Bilde ich mir zumindest ein. Hey. Da-da-da. Ey, ist fast überall was drunter. Das will ich jetzt nicht. Aber dich. Entschuldigung, ich freue mich gerade so, dass hier so viel ist. Das ist ein bisschen sinnvoller hier. Das gefällt mir. So. Ah, ich werde gerade richtig greedy hier. Ah, oh, noch mehr. Oh, jetzt ist er schon ein bisschen müde. Ah. Na, was soll's, komm, gehen wir weiter runter. Ich will nicht zu viel Energie verbrauchen und ich will nicht, dass der Kopf voll wird. Bis ich unten bin. Das lief noch gerade so gut. Oh, ist das ein Ketchup-Rezept? Auf der Tafel ist ein Rezept für Ketchup. Zutaten, Tomaten, Zwiebeln, Küchengeräte, Mixer, Gewürze, Zucker, Salz und Essig. Toll. Danke, Spiel. Ich habe was ausgerastet. Ich habe das für was ganz Besonderes gehalten, aber das ist halt einfach nur ein verdammt nochmaliges Ketchup-Rezept. Mehr ist da nicht. So, weiter geht's. Ups. So. Schauen wir mal, was gibt's hier noch Schönes? Was sind mit den unten? Das sind echt viele Ebenen. Hab ich nicht gedacht. Aber wir kriegen das schon noch hin. Hier ist gerade irgendwie gar nichts, ne? Die ist gerade echt traurig, die Ebene. Au. Hm. Nein, nein, nein. Ha. Was ist denn hier los? Nein, der hat jetzt auch keinen Bock mehr. Schade. Dann müssen wir jetzt wieder hoch. Na gut, da haben wir es wohl nicht geschafft heute. Wir werfen schon den Rest hier rein. Jetzt nicht das Tomatenrezept. Das ist so wertvoll. Und der Kasten ist bereits voll. Perfekt. Haben wir noch einmal das Orikalk, wie das heißt, nochmal übrig für Schmuck. Ups. Und rennen nochmal hin und her, weil wir dafür Bock drauf haben. So, da haben wir zwei Kupffüllungen quasi, die wir heute einsenden dürfen, können, whatever. Bin ich mal gespannt. Muss gleich gucken, wie viel Geld ich habe. Nicht viel. Wie viel ich danach habe. Vielleicht kann ich dann morgen mal den Sichel aufbessern. Das wäre richtig toll. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, ich glaube mit 5000. Nee, da müsste ich 100 Sachen mit 500, mit 50 jeweils. Oh nee, das wird nicht geklappt haben. Aber so vielleicht 3000, 2000, irgend sowas. Ihr habt ja auch noch nicht alles. Das gibt's doch. Wieso braucht man die so lange? Ich möchte euch jetzt hier nicht irgendwie... irgendwie shamen oder so, aber doch, das möchte ich. Habe ich nicht genug Futter? Doch. Warum wird das eine. Warum kriegt jetzt hier ein Huhn kein Futter? Hat das jetzt irgendeinen Grund? Oder macht das jetzt da. Was machst du? Was macht der? Die Futterkiste ist hier unten. Ich möchte jetzt hier kurz noch die KI beobachten, was jetzt hier noch passiert. So, du hast jetzt hier... Junge? Danke. Fütterst du jetzt auch das eine Huhn? Oder was passiert jetzt? Ja? Nein? Vielleicht? Was tut... Alter. Kann halt das Huhn zu füttern oder was? Gut. Ich halt das letzte Huhn, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Irgendjemand muss es ja hier machen. So, okay. Ich schreibe mir mal auf, wie viel ich habe, wenn ich einen Stift hätte. Ja. 1, 7, 6, 5.
sogar beeindruckend viel Geld gebracht, dass ich immer mal ein paar Münzen gefunden habe. Krass. Ja, darf man auch nicht unterschätzen. Immer mal so 10 Münzen zwischendurch. Ist dann doch eine nicht zu unterschätzende Zahl. Ich bin fast froh. Das haben wir jetzt. Jetzt müsste Clash Zack vorbeikommen. Ha, da ist er schon. Schauen wir mal. Ich bin so aufgeregt. Ich trinke gleich mal wieder einen Schluck. Ich nippe an meinem Becher. Ist nicht gut. Ich nehme jetzt eine Symmetrie zustande. Ich befinden. Cool. Wie habe ich jetzt? Wow. Ja, doch. Gut. Ja, das ist mehr, als ich dachte. Über 3000. Jetzt könnte man theoretisch ja auch zum Beispiel das Werkzeug verbessern. Dann. Das müsste gehen. Finde ich gut. Also, ob wir das jetzt machen sollten, ist jetzt eine andere Frage. Aber immerhin. Ist Kyoto größer geworden? Ist er jetzt ausgewachsen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh mein Gott. Na gut. Alles klar, dann legen wir uns mal ins Bettchen. Ohne Tagebucheintrag. Hui! Norms. Kyoto-Knuddel. Ja, mache ich jetzt immer. Seit der Blamage von 2020. Winter 2020 wird furchtbar. Da werde ich mich mit Kyoto blamieren. Das weiß ich jetzt schon. Foreshadowing hier. Kyoto, komm her. Ja, komm. Bring mir das Bällchen. Bringst du das Bällchen? Du hast das Bällchen gebraucht. Das ist ein Teil gemacht. Irgendwann bist du nicht mal ganz so schlecht in Apportieren. Ah, gerade so halbwegs gut. Perfekt. So. Arbeiten eigentlich hier meine kleinen Gehilfen noch für mich? Ja, noch 3 Tage. Perfekt. Ja, es haben wir auf jeden Fall ein bisschen was mehr eingenommen. Finde ich gut. Okay. Das nächste Event wird, glaube ich, erst wieder Silvester sein. Am 30. Nächtliche Versammlung zum Einläuten des neuen Jahres auf dem Gipfel des Mutterhügels. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Alles klar. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Frühling. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist der zweite Frühling. Gut, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was zu tun ist. Wir werden jetzt, also ich werde jetzt immer mal so ein bisschen, denke ich mal schon, mich, auf die, Schneid? Nee, hä? Auf die Mine konzentrieren, jetzt in den letzten paar Tagen. Das Problem ist nämlich auch, wenn der Frühling kommt, brauche ich Geld, um mir Saatgut zu kaufen. Das ist so ziemlich das Hauptproblem gerade. Und ja, kein Geld, kein Saatgut. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie noch schauen, dass ich so ein bisschen Geld zusammenkriege, dass ich ein halbwegs großes Feld anlegen kann. Das wäre ganz gut. Deswegen hätte ich gerne jetzt die 5000 einmal für die bessere Sichel. Das finde ich ganz nett. Und dann eventuell halt eben auch nochmal 5000 mindestens nochmal für ganz ausreichend Saatgut, dass ich mich erstmal so eindecken kann. Ich meine, Gurken, die wachsen nach, aber so Rüben, Kartoffeln, ne? Und vielleicht möchte ich ja noch ein bisschen Kohl dieses Jahr. Da muss ich auch 100 Stück verkaufen, damit ich am Ende auch noch Erdbeeren anbauen kann. Das ist eh so eine Sache. Man muss ja von den 4, also von den 3, die es im normalen Laden gibt, plus immer das, was es bei, was ist der Name, Wong Li oder irgendwas, irgendwas sehr klischeehaftes Chinesisches. Der bietet einen ja auch immer noch irgendeine Pflanze an. Davon hat auch nochmal 100. Und dann gibt es immer noch die freigeschaltete 5. Pflanze der Jahreszeit. Und das hat eben im Frühling Erdbeeren. Und die hätte ich ganz gerne. Oh, die Sache kommen hier mehr. Oh, da freue ich mich, weil ich ein bin und mich um alles freue. Auf unserer Geflügelfarm kümmert Mama sich um den Laden, mein Bruder um die Hühner. Ich finde es witzig, wie ich die Frauen mit so einer piepsigen Frauenstimme rede, aber wo ich selbst eine Frau bin. Das ist immer der eigene Schreischen, wenn ich sie normal spreche und die Männer etwas tiefer sprechen. Aber das wäre langweilig. Ich bin eine Frau, die in einer von Männern dominierte Welt aufgewachsen ist. Hashtag unterdrückt, weil Brüste oder irgend so etwas. Deswegen bin ich es gewohnt, Frauen immer mit einer höheren Stimme zu sprechen. Ich weiß es nicht. Also es liegt einfach daran, dass ich selbst eine relativ dunkle Stimme habe. So. Eigentlich wollte ich auch schon längst die Folge beenden, aber ich habe jetzt irgendwie gerade voll Bock drauf, in dieser Folge nochmal zu Sarah zu gehen. Und da endlich mal die Hacke ab, die Sichel abzugeben, dass wir das noch schaffen. Bis Frühling. Wir haben jetzt die 5000 zusammen, das ist ja schon mal eins nice Sache. Und dann machen wir das noch und dann werde ich jetzt offscreen, vermutlich bis zum 30. jetzt noch versuchen, noch etwas Geld zu generieren und mich noch bei den Ladies einzuschleimen. Ich meine, ihr müsst es erklären, was ich da tue. Ihr wisst ganz genau, was ich die ganze Zeit tue. Mit Karen und Anne in erster Linie flirten. Dass ich bei denen noch so ein bisschen so cool dastehe. Ich weiß gar nicht, hatte ich bei Ellie gelb oder orange beim Herz? Ich glaube auch nur gelb, ne? Das heißt ja schon,
lege ich mich auch immer so richtig groß ins Zeug im Frühling. Gut, okay. Ach ja, stimmt. Mithril wollte ich holen. verdammt, ey. So, ja, das kann jetzt hier von mir aus hier rein. Ich weiß gar nicht, warum ich hier 8 Plätze frei habe. Wofür brauche ich das? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel eigentlich vorhat. Für kranken Scheiß. So. Dann auf zur Schmiede, zu Saibara oder Saibara. Wie auch immer. Dann machen wir das noch. Perfekt. Ja, Mensch, glücksch. Glücksch. Glücklich. Ha? Ich glaube, Donnerstag kam sie zu. Heute haben sie offen. Habe ich Glück gehabt. So, reden wir noch mal ganz kurz hier. Mit Gray. Mit Gray Gray. Mist, egal, was ich dafür tun muss. Frag mich, wie oft ich ihn anquatschen muss, dass er mal was anderes sagt. So, Saibara, altes Haus. Hab ich. Nein. So. Na, das ist doch Yume, wenn der Peachy Pie Farm ist. Werkzeug aufbessern lassen. Das kostet 5000 Gil. Wisst ihr es? Ja. Die Arbeit dauert 3 Tage. Wisst ihr es? Wenn du jetzt gehen würdest. Ich werde mit der Arbeit beginnen. Okay, danke. Geil. Dann mehr oder weniger pünktlich zum Frühling eine geile Sichel. Ich meine, das Gras ist schon nicht auf Anhieb dann direkt hoch. Von daher ist es okay. Aber das ganze Unkraut und so. Ja, yeah. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.